Ja, die Geschichte ist, dass es vor 25 Jahren in Michelbach begonnen hat. Der Andreas Dangl, als er die Firma gegründet hat und die Leute, die überzeugt waren, dass Windkraft Sinn macht, die haben erst die Politik überzeugen müssen, dass das funktionieren kann. Das hat dann dazu geführt, dass ein paar Monate später dort ein Windrad aufgebaut wurde, eine V29, die heute nach 25 Jahren immer noch dreht. Und daraus ist jetzt die WEB als internationales Energiewendeunternehmen nach 25 Jahren geworden. Ganz einfach erklärt, erzeugen wir sauberen Strom. Es beginnt bei der Produktion und das wird immer unsere Kernsäule bleiben. Das heißt, wir werden Projekte entwickeln und wir werden Projekte lange betreiben. Der Erfolgsfaktor Nummer eins sind sicher die Mitarbeiter, weil wir haben keine anderen Assets. Als ich angefangen habe, waren es knapp 30 Leute, die die WEB ausgemacht haben. Auch viele Gebäudeteile, die wir jetzt schon haben, gab es damals nicht. Und jetzt sind wir 160 Mitarbeiter, knapp 90 am Standort. Das heißt, es sind einfach viel mehr Leute. Alles das, was wir für den Betrieb benötigen, das haben wir in Pfaffenschlag zentralisiert. Das beginnt mit der Leitzentrale, wo wir jedes Windrad online überwachen, geht über den Servicebereich, wo wir die Ersatzteile von Pfaffenschlag aus in die Welt schicken. Wir sind stabil aufgestellt mit unseren drei Säulen der Entwicklung, dem nachhaltigen Betrieb der Anlagen und der Vermarktung der Energie. Wir haben in einigen Bereichen Benchmark-Positionen in Europa erreicht. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir die halten werden. WEB-Philosophie ist Energiewende mit Bürgerbeteiligung. Also wir versuchen auf einer sehr breiten Basis von Privatinvestoren Kraftwerke zu bauen und betreiben die dann auch. Die Menschen, die die Projekte entwickeln, die sitzen in Frankreich, in Italien, in Tschechien, an der Ostküste USA, verteilt da, wo eigentlich die Windprojekte wachsen, sehr dezentral, so wie die Energiewende ist. Ich produziere den Strom dann, wenn ich ihn brauche. Das war früher und in der Zukunft wird es so sein, dass ich den Strom dann verbrauche, wenn er produziert wird. Ja, wir sind hier am Standort, ich bezeichne es der Leuchtturm, wie Energiewirtschaft in Österreich in 2040 funktionieren wird. Und das bringt dann auch andere Herausforderungen mit sich, dass man sich mit Energiemanagement beschäftigt. Sektorkopplung heißt, dass wir die energieverbrauchenden und die energieerzeugenden Sektoren anders miteinander verbinden werden. Energiewende bedeutet ein bisschen ein Schwenk in der Art und Weise, wie man Strom produziert und genutzt hat. Wir müssen im Prinzip sofort anfangen, den fossilen Verbrauch von Energie auf dieser Welt einzustellen. Zu Hause, privat, in der Mobilität, im Auto, in der Industrie, überall. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Aufgabe, die vor uns liegt. Wir haben die Lösung. Sie kennen unseren Leuchtturm hier in Pfaffenschlag. Die WEB hat in 25 Jahren einen kleinen Beitrag zur Lösung der Klimakrise gebracht, aber einen großen Beitrag, das Modell zu liefern, wie man die Klimakrise lösen kann. Vielleicht in den nächsten 25 Jahren sind wir doppelt so groß, vielleicht dreimal so groß. Folgen mit diesen Geschäftsmodellen dem Strompfad. Von der Produktion hin zum Verbraucher. So ist der Aktionär, so ist der Bürger, so ist der Mensch für uns der Mittelpunkt, wenn man über Energie spricht.